In dieser Folge bauen wir den Flugschrauber von den Drachenjägern. Vielleicht kennst du die Serie, vielleicht aber auch nicht. Auf YouTube kannst du sie dir kostenlos anschauen. Ich verlinke dir in der Beschreibung gerne mal die erste Episode von denen. Damit wir natürlich auch in Minecraft auf Drachenjagd gehen können, schnappen wir unsere Blöcke und auf geht's. Für unseren Flugschrauber holen wir uns dann einfach ein paar Fichtenholztreppen raus, davon nochmal die Stufen und Falltüren. Dann holen wir uns Schleifsteine raus, dann holen wir uns noch Fichtenzauntor einmal raus, glatte Quarzstufen sind dabei, ein Räucherofen, Endstäbe und dann holen wir uns nochmal ein bisschen Zauntor raus, aber diesmal das von den Tropenholz. Wir beginnen so erstmal unsere Fichtenholzstufen auf der Höhe eines Blockes einmal zu platzieren. Sobald wir das haben, setzen wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen einmal hin. Wir lassen auf der Vorderseite 3 Stufen Platz, dann setzen wir 2 Knubbel einfach mal an den Seiten hin. Auf diesen Knubbeln könnt ihr einmal 2 Treppen nochmal raufsetzen. Dahinter setzen wir wieder 2 Treppen hin, so aber, dass wir jetzt die hier einmal so machen, dass die sich nach hinten aneckt, dass hier keine Verbindung besteht. Auf der anderen Seite auch nochmal das gleiche Spiel, so dass hier keine Verbindung ist. Hier unten mache ich das nochmal weg. Dann lassen wir hier eine Stufe vor den Treppen Platz. Hier setzen wir wieder eine Treppe rauf, darunter die Stufe mal weghauen. Dann nehmt mal eure Falltüren, setzt eine Falltür hier runter. Vor unseren Treppen setzen wir jeweils eine Falltür einmal unter. Und einmal hinter der letzten Treppe hier setzen wir auch nochmal eine Falltür unter. Darin könnt ihr jetzt einfach mal eure Schleifsteine platzieren. Einen weiteren platziert ihr nochmal auf der Vorderseite. Weiter geht es dann wieder mit unseren Falltüren. Setzt hier vorne auf der Stufe eine Falltür rauf. Und jetzt ist es ein bisschen knifflig. Und zwar müssen wir jetzt Falltüren hier ringsrum setzen. Hier bei den Treppen ist es ganz easy. So in der Luft. So, andere Seite setzen wir die auch einfach mal lang. Jetzt haben wir hier die Ecke, hier ist ein bisschen kniffliger. Ich empfehle jetzt einfach mal so einen Hilfsblock mal kurz zu nehmen. Setzt da dann einfach euch die Falltüren einmal ran. So, den machen wir wieder weg. An der Seite auch nochmal. Dass wir hier ringsum unsere Schubkarre uns einmal damit so machen. Auf der Rückseite könnt ihr an den Treppen einfach mal zweimal noch Zauntor platzieren. So, wunderbar. Wenn wir das geschafft haben, können wir jetzt einmal unseren Räucherofen nehmen. Wir lassen hinten einen Block Platz, dann setzen wir unseren Räucherofen einmal hin. Dann machen wir auch gleich einmal den Flughebel mal hin, sodass wir den hier auch steuern können. Da müssen wir ein bisschen was machen. Und zwar, so setze ich mir kurz einen Block oben hin, machen wir meine Falltür auf. Und zwar hätte ich gerne den Endstab so, dass der Knubbel bei unserem Endstab oben ist. Ne, da müssen wir den irgendwie an so einen Block anbringen, dann können wir das hier wieder weghauen. Auf der anderen Seite machen wir das Pedal, womit wir den Hubschrauber natürlich antreiben können. Dann nehmen wir einfach dann unser Tropenzauntor. Wenn wir das denn soweit haben, wird es Zeit, dass wir auch die Flügel einmal anbauen. Nimm dafür deine Fichtenstufen. So, ganz vorne machen wir jetzt einmal 3 Stufen hin. Dann gehen wir einmal nach hinten weg. Machen hier dann nochmal 3 Stufen. Und eine Stufe. So, das machen wir dann auch mal auf der anderen Seite mal mit. Also, gleich hier vorne dran. 3 Stufen. Dann gehen wir einmal nach hinten. Nochmal 3. Und eine. So, jeweils bei unseren 3. Gehen wir nochmal 2 weitere Stufen dann glatt einmal nach hinten weg. Gleich danach könnt ihr dann eure Quarzstufen nehmen. Eine platzieren wir hier. Und dann machen wir immer so einen Winkel hier einmal rein und fertig ist unsere Tragfläche. Auf der anderen Seite müssen wir auch natürlich hier nochmal unsere Stufen einmal bei den Dreier noch nachziehen. Und dann geht es los mit den Quarz. Eine hier, dann einen Winkel hier einmal einbauen und noch einen weiteren Winkel hier. Und fertig sind die Tragflächen. Zum Schluss müssen wir natürlich nur noch unser Rotorblatt einmal anbringen. Zuerst habe ich noch was Dekoratives und zwar eine Kiste, die ich mir hinten einmal platziere. Und auf unseren Räucherofen platziere ich mir dann nochmal Fichtenzaun und zwar insgesamt 1, 2, 3, 4. So, 4-mal Fichtenzaun. Ganz oben drauf kannst du eine Eichenfalltür einmal platzieren. Und das Ruderblatt empfehle ich jetzt einfach mal Eisenfalltüren. So, die platzieren wir jetzt auf der Höhe von unserem Zaun, also nicht auf der Falltürhöhe, sondern auf der Höhe des Zauns. 3 Falltüren hin. Ich glaube, das reicht völlig aus, wenn wir 3 Stück machen. So, müssen wir natürlich auf der Höhe jetzt hier von unserem Zaun einmal machen. Jetzt machen wir wie so eine Windmühle, sage ich mal, in jede Richtung, zack, hier so ein Blatt. Und wenn wir das denn soweit haben, nehmt ihr mal einfach weißen Teppich raus. Und platziert den jetzt einfach mal auf eure Eisenfalltüren. Damit haben wir dann unser Rotorblatt dann auch hier abgeschlossen und sind dann auch fertig mit unserem Flugschrauber. So einfach haben wir unseren Flugschrauber gebaut und können jetzt auf Drachenjagd gehen. Unsere Drachenfreunde steigen schon in den Flieger ein. Wenn dir das Video gefallen hat, findest du hier oben in der Infobox noch weitere solcher tollen Videos. Andernfalls vergiss den Kanal nicht zu abonnieren, bist du immer auf dem laufenden Stand. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao.